Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Wir machen weiter mit den neuen Casino-Heights und kurze Info, ich will jetzt jeden zweiten Tag eine neue Folge davon rausbringen, deswegen macht euch schon mal bereit, übermorgen gibt's die nächste Folge und jetzt wünsche ich allen viel Spaß. Wir müssen bestimmt wieder eine Cutscene angucken. Nein, danke. Keine Cutscenes. It's not working. Dumbass pieces of shit. Warum muss Manu die Cutscenes nicht angucken? Er rennt einfach ins Kreis. Ich stehe da oben auch irgendwie so benommen. Ja. Ihr lauf. Ja, fein. Ich find's auch so geil. Jedes Mal, wenn man zu der Frau läuft. Hi. See ya. Hi. See ya. Ja, da bist du. Er malt gerade an die linke Tafel. Dann gegen die linke Tafel. Ja, genau. Oh, ja. Der Junge ist auf der Esch, steht einfach in der Kamera. Mann, geh raus aus meiner Katze. Manu hilft an die Tafel zu malen. So, wie lange geht die Katze ja, denn? Ist extrem, er malt, er hat irgendwie 1000 Sachen. Vor allem unsere Charaktere gucken so, oh, muss Manu das machen? Du stehst genau in ihm drin. Ja, direkt in Leicester, Alter. Endlich. Ich bin gespannt, ey. Da kannst du wirklich dich auf was freuen. Okay, so, are you ready to scope out the target? Ich kann sie nur aufspähen. Hallo, ich habe eine Wohnung in dem Casino. Was muss ich da aussperren? Ja, du musst ganz geheim sein. Warte mal, ich ruf auch mal meinen. Wir haben doch einen Bus, Leute. Boah, ich will nicht immer mit dem Bus fahren. Hallo, lass mich doch rein. Jetzt steig ein! Warum regnet es Bomben? Steig ein, Palette! Ich habe einen Luftschlag irgendwie angeordnet. Okay, ja, ich steig jetzt schon einmal da. So, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen ist egal. Fahr mich einfach zum Casino. Die steigen am nächsten Stopp. Ja, Edgar, fahr mich zum Casino. Steig ein! Steig dir lieber aus, ich habe deine Bombe dran gemacht. Nein. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, jetzt bitte nicht sprengen. Da hat er einfach auf mich geschossen. Der hat mich schon 6-mal gekillt. Was ist denn sein Problem? Gut, wir treffen uns beim Casino. Was brauchen wir denn da? Wir müssen das Casino ausspähen. Hi. Das ist mein Casino. Fahr den mal so richtig hart an. Wie ich den... Nein, bitte nicht. Fass ihn an. Schnapp dir die Beute. Ja. Oh. Ja, wow, perfekt. Weg, bitte. Geh doch weg. Wir kriegen den. Ja. Oh. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich mehr als gelohnt. Ey. So, ja, das ist Diamond. Okay, wir haben genug Geld an die Bank verloren. Hallo. Hallo. Mache. Wow. Okay, wir sollen einfach ein Bild machen. Guck mal, der macht auch gerade die Mission, der Maxwell. Ah. Wir waren ja auch in seiner Spielhalle. Snapmatic. Okay. Da, Foto gemacht. Sehr gut. Leertaste? Ja. Zücke das Foto an, Lester. Ah ja. Zick. Du hast den Haupteingang ausgespäht. Ah, okay, wir müssen rein. Ach so. Rein. Ja, da gewinne ich jetzt das Auto. Oh ja. Aber ist nicht ultra merkwürdig, das Casino auszurauben, weil wir dem Casino eigentlich geholfen hatten? Ja, aber das hat doch jetzt diese komische andere Familie übernommen. Ah ja. Oh, bitte einmal drehen. Von einer Wache, Tür mit Tastenfeld. Warte, ich habe doch hier eine Wache. Ach, wenn ich das einmal ganz schnell schaffe. Komm. Wo ist die... Das ich mach die Tür mit Tastenfeld. Alte Elge, ich hab doch hier die Wache. Kann ich in Galerie speichern? Ich wollte es an Lester schicken. Löschen. Mann, lass mich hier raus. Ich will einmal drehen. Ich mache ein Foto von den Sicherheitskameras. Das habe ich auch gerade getan. Du hast dein Tür mit Tastenfeld ausgesperrt. Ah ja, sehr gut. Mann, ich kann hier nicht drehen. Ich will doch spielen. Was ist das denn für ein lames Auto, was es hier zu gewinnen gibt? Ja, besser als gar nichts. Ja, aber da gab's doch mal so krasse Autos. Die Zeit ist vorbei. So, hab eine Wache. Foto von der Wache? Hallo, Edgar. Nee, ich habe noch kein Foto Fotos. Von der Wache. Was fehlt denn noch? Ah, nee, spähe die Sicherheitseinrichtungen aus. Na, hier ist auf jeden Fall nichts markiert. Fotografier mal eine. Ja, voll auffällig, ich sehe es. Ja, Wache ausgespielt. Jetzt sind wir fertig. Okay, das gefällt mir. Es gibt noch mehr herauszufinden. Ich mach mal hier so von der Casino-Kasse mal Fotos oder so. Okay, dann mach ich auch noch ein paar. Irgendwelche so Sachen, wo ich denke, die könnten interessant sein. Ich gehe zu den Pferderennen, um da Fotos zu machen. Ja. Ja, klar. Aber ich kann gar nicht mehr an Lester schicken. Ja, genau, dann ist es kein richtiges Bild. Ach so. Kann ich hier irgendwas? Ja, aber was möchte der Junge denn? Die Sachen, die man überhaupt gebrauchen kann. Ja, wahrscheinlich, es gibt doch hier sicherlich noch irgendwelche... So geheime Eingänge oder Türen.
Hier ist zum Beispiel nochmal so ein Dude. Rezeption habe ich gerade mal, aber das bringt auch nichts. Hier ist noch so ein Sicherheitsdude, mal gucken. Nee, ich kann es nur löschen. Ja, aber ich gehe mal weiter nach hinten. Wir schaffen es auch so im Notfall. Nee, das stimmt, weil wir sind krass. Es geht einfach nicht, dann gehe ich. Der Typ mit der Tüte. Ich bin geheim. Wieso sitzt hier einer auf dem Boden? Der hat, glaube ich, alles verloren. Ah ja, Rückseite des Casinos und fotografiere eine Tür. Hast du noch einen Auftrag? Ja, hast du jetzt auch, sobald du draußen bist. Ich brauche 3 Jahrzehnte. Moin, Jungs, Mädels. Hallo, Baby. Ey, lass das doch. Ja. Ja. Tresorraumpläne. Oh, Zombie, du bist eine Maschine. Ich bin in den VIP-Bereich hoch zu der komischen Frau, mit der wir gearbeitet haben. Ich hab die fotografiert. Die hat irgendwelche Baupläne auf ihrem Tisch liegen. Jo, ich habe auch eins. Den Eingang. Den Eingang? Was? Aber den hatten wir doch schon. Nee, nicht von außen scheinbar, oder? Also, oder war das das, was ihr ganz am Anfang gemacht habt? Ich muss jetzt einmal, oh Gott. Das wolltet ihr jetzt nochmal haben. An die Rückseite, okay. Parking. Ja, vielleicht kann man es einfach mehrfach machen. Das bringt nichts. Na, ich kann hier mal gucken. Eigentlich müsste das doch. Hier können wir doch auch rein, sozusagen. Ja. Nee. Der will das Bedienfeld haben. Ah ja, hier, okay. Ja, ah, da, die Kameras auch. Und so. Genau, das ist das Bedienfeld. Ah, da ist das Feld. Überhaupt nicht auffällig. Zwei einmal. Leute. Mit so, ja. Mit so einer, Alter. Probier mal die Kamera zu. Ja, mach ich gerade. Achso, okay. Boah, habe ich, ja. Ah, geil. Nebeneingang ausgespäht. Du hast die erforderliche Mindestmenge, um den Diamond Casino Raubüberfall fortzusetzen. Es gibt noch mehr rauszufinden. Naja, okay, aber das... Ich gehe hier nochmal rum. Ja, das will er zum Beispiel nicht. Also wir haben ja jetzt die Baupläne schon mal. Fotografier mal das Auto. Vielleicht kann man das so als Fluchtfahrzeug dann irgendwie benutzen. Welches Auto? Ja, das, was im Casino steht. Bin ja noch drin. Oh, ich habe hier hinten nochmal. Nebeneingang nochmal ausgespäht. Oh ja, sehr gut. Ah ja, das ist mein Auto. Danke. Komm mal rein. Hallo. Ey. Oh, schnell weg. Mein Auto wurde zerstört. Mann hat mich provoziert. Tschüss, Jungs. Warte, nimm mich mit, bitte. Geht nicht. Ist nur für eine Person. Das merke ich mir. Ja, aber ist doch nur für eine Person. Okay, warte, bis dein Motorradclub das Gebiet verlassen hat. Jetzt müssen alle das Gebiet verlassen. Ja, ich mache noch kurz das Foto vom Auto und dann komme ich raus. Okay. Jetzt bin ich ja. Ja. Ah, ja. Sehr gut. Ausspähen des Casinos abgeschlossen. Okay, dann gehe ich direkt wieder rein. Hallo. Oh, die sieht mittlerweile schon richtig geil aus. Da sind so leckere Bonchis. Alter, nice. Nein, ich will auch dabei sein. Das ist echt cool. Allerdings, es gibt so eine Ecke, die ist ein bisschen suboptimal, aber ist kein Problem. So, ich muss jetzt zu meinem Computer hier. Ja, die Wände sind ja jetzt auch angemalt. Ja, aber eine Ecke ist so ein bisschen... Uff. Wie hier? Oh, in der Ecke bleibe ich, jedenfalls zensiere ich. Oh. Ah, Manager's Office. Ah. Oh, das ist ein riesiger Affe. Dadurch ist eine Anime-Ecke. Anime. Hä, wieso? Ich sitze auf 2 Stühlen gleichzeitig. So, Laptop benutzen. Videospiele-Verbesserung. Ah, Hauptkontrollterminal. Drohnenstation für 4 Spieler. Fliege mit Drohnen mit bis zu 3 anderen Spielern bis zu 250 Meter hoch über Los Santos. Rüste auf das Hauptkontrollterminal auf und festige deinen Einfluss. Verwalte und beginne Missionen für all deine Unternehmen von einem Ort aus. Ich verstehe nicht, wie ich die nächsten Mission starten kann. Habt ihr draußen eine Mission gesehen? Nee, wir sollten hier gar nichts sehen. Unten bestimmt. Oh oh. Spiel, nicht crashen. Voll. Wo ist denn? Wo ist Tschüss, Zombie. Ah, hier kommt man nochmal runter. Das geht wieder. Ach, da bist du. Hi. Ach ja, stimmt. Zu dem Plan. Na klar, hier. Hier geht's natürlich weiter. Ah, jetzt ist da auch was drauf. Da, Vorbereitungstafeln. Ausgespähte Zusatzpunkte. 2 von 6. Wow. Wir werden bestimmt auf dem Dach noch die Eingänge und so aussperren können. Ja, naja, das stimmt. Alter, die Toilette ist ja hübsch. Ja, hey? Die ist echt cool. Ja, darauf habe ich natürlich sehr, sehr viel Wert gelegt, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr viel Zeit auf der Toilette verbringt. Okay, als nächstes müssen wir den Tresorrauminhalt aussperren. Ja, machen wir das doch einfach mal hier. Okay, finden wir raus, was es im Tresorraum gibt. Zuerst brauchen wir jemanden. Ah, ja, ja. Ja, ja, machen wir. So, mein Mechaniker. Das eine Mal habe ich aus Versehen Meriwether angerufen, anstatt meinen Mechaniker. Naja, ich hätte gerne meinen, ich weiß gar nicht, Autarch. Ist der gute Wagen? Sag mal, hier ist irgend so ein Chicken Wing. Oh, da. Komm rein, Chicken Wing. Oh, hübsche Farbe. Danke. Das war, glaube ich, damit habe ich mal das Video gemacht, der hässlichste Wagen. Hallo? Ach das. Ja, der hässlichste Wagen in GTA 5 Online. Aber er geht ziemlich ab, lässt sich gut steuern. Also, gefällt mir. So, wir müssen jetzt irgendwie wohl von irgendeinem Sicherheitstechniker, der im Casino arbeitet, die Daten rausfinden. Und dann läuft das. Erster! Oh, der ist auf dem Jahrmarkt. War die schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Yep. Ja. Mit Denno. Durchsuche das Gebiet nach der Wache. Achso, da ist er. Oh ja, ich hacke ihn. Was? Oh Gott. Oh. Scheiße. Was? Nein, verdammt, wir waren. Ja, ich die Wache.
Nein, dranbleiben. Doch, beseitigen, beseitigen stand. Ja, bei mir steht auch beseitigen. Beseitige ihn! Sehr gut. Hab ich. Sehr gut. Mission failed. Ich hab's Telefon. Schüttel die Kopf ab. Kann man auch hacken. Okay. Los, bring mich weg von hier. Bring mich weg von hier. Okay, ich bring ihn weg, ja. Was ist das denn? Also, ich Fahrzeug einlagern. Sag mal. Mann! Ja gut, die Mission hat auf jeden Fall sehr gut geklappt von uns. Also wir waren sehr unauffällig. Weißt du, ja. Ich hätte vielleicht nicht mit dem Motorrad vor ihm fahren sollen. Ja, nee, wir Paletta hat auch Feuer. Sag mal, können wir rein? Hat auch vorher noch wen angefahren. Nee, ich hab niemanden angefahren. Doch, wirklich. Ja, toll, was... Leute, ich hänge hier hinten mit 20.000 Polizisten. Okay, wir kommen wieder. Mann, ey. Blöden Polizisten. Also, ich rette ihn. Ich hab nichts gegen euch. Warum spreche ich so gut? Oh Gott! Was? Ich hab ihn nicht gesehen! Ey, warum? Der Rindler, Alter. Eine riesige orange Jacke an. Sag mal, was ist denn hier los? Sorry, ich hab ihn nicht gesehen. Das klingt echt nach Maudado. Hier, steig auf. Ich hab ihn dann wirklich nicht gesehen. Ich hab warte, jetzt bring ich ihn um. Ja, mit meiner Granate. Nee, bitte lass mich einfach in Ruhe. Wir zerstören sein komplettes Leben. Falls in ihn rein. Ihr habt doch nichts gemacht. Da ist er. Den bringen wir um. Fahr schnell, Zombie. Hilf, aua. Ja, aua. Ich hab ihn. Fahr nochmal drüber. So, jetzt. Richte hin. Nein. Okay. Oh, bleib stehen, okay, Palle. Ja, also ich wusste nicht, dass das dann also haftet. Wir wurden einfach entdeckt. Danach ist alles eskaliert. Danach haben wir wie immer gesagt, jetzt ist sowieso alles schon zu spät. Jetzt können wir auch einfach grundlos... 6 mal Paluten töten. Ja. So, ich schon jetzt... Krass, dass ich selbst immer noch jetzt dann die Cops hab. Ja, aber auch verdient, weil du bist ja eigentlich der Böse hier. Ja, ganz klar. Hier finden die uns nie. So, ich steige jetzt hier schön in meinen Audi R8. Du hast ein Audi? Sieht zumindest so aus. So eine Mischung aus Audi TT und Audi R8. So, liebe Polizisten. Ah, hallo, hier über die Brücke bin ich mal gegangen, Leute. Mit Izzy und Revi. Obwohl, der fährt hier. Wenn ich nicht dumm bin, blende ich das vielleicht ein. Ah, das ist ein Übergang. Mensch, die Amerikaner, die denken auch an alles. Die sind nicht auf den Kopf gefallen. Ich auch. Da sind mir fast die Füße abgefallen, weil es so heiß war. Und dann hatte ich einen krassen Sonnenbrand. Also den schlimmsten, den ich in meinem Leben jemals hatte. Das war krank. Hey, Jungs! Hallo. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die mal hier so ein bisschen loswerden, ne? Alles klar. Die Dizzle, du hast es wieder geschafft. Ich seh ihn. Der ist da im Wasser. Ja, warte, das ist super. Oh, dann machen wir mit. Ja, ich schwimme mit. Willkommen. Chicken Wing ist auch dabei. Helfen. Chicken Wing hat einen Unfall. Oh, die steigen aus. Hast du es gehört? Die haben die Tür geöffnet. Bin ich irgendwie einen Meter kleiner als ihr? Warum steht ihr und ich... So, ich hab Angst, weil ich glaube, die kommen. Nein. Ich mach noch ein bisschen Schwimmübungen. Ja. Oh ja. Oh, nice, ey. Oh, ich hab sie noch. Was ist halt die... Ah, oh, jetzt sind sie weg. Ich hab die noch. Ja, scheiße gelaufen. Opfer. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Kurze Info, die nächste Folge gibt es schon übermorgen, denn da geht's dann weiter mit den neuen Casino-Heiß. Leute, lasst ein Like da, schaut bei den anderen vorbei. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.